Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 21 oder ist 22 schon? Nein, 22 ist es, glaube ich. 22 von Simotrans mit dem Comic Pack. Ja, wir sind hier mit der Zuglinie unterwegs, die wir letztes Mal getrennt haben. Da haben wir jetzt einen weiteren Zug drauf gesetzt und ja, dann würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir mal weiter, was hier so geht oder nicht geht, ne? Die sieht hier schon ganz nett aus, diese Stadt hier. Mettmann ist schon am Wachsen, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann schauen wir mal. Also hier ist alles abgedeckt. Und dann gucken wir mal hier unten bei Jena vorbei. Da ist auch alles abgedeckt. Wo ist denn der Zug, der da jetzt runterfährt? Ah, hier unten dampft er lang. Der hat 21 Passagiere schon geladen. Sehr schön. Und kommt dann gleich in Zittau an. Wir haben Zittau hier noch eine Ausbaustufe, braucht sie immer gerade. Das heißt, hier ist der erste Bahnhof. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir dort einen Stadtbus weiter installieren. Eins, zwei. Das heißt, das müsste so, ne? Und da muss die Bushaltestelle so hin, dann passt das, ne? Ja. Sollte gleich kommen. Und gibt es hier schon einen Stadtbus oder gibt es hier noch keinen? Das weiß ich gar nicht. Es ist ja nur eine einzelne Haltestelle. Das heißt, hier gibt es noch gar keinen Stadtbus. Dann müssen wir hier eine neue Linie haben. Das ist es, neue Linie. Das einmal alles weg. Stadtbus Zittau. Passt. Und dann hinzufügen ist schon richtig. Von da nach da. Und das ist auch dann alles. So, Regionalbus Jena Zittau, da ist keiner mehr drauf, das heißt, die Linie können wir löschen, ne? Ja. So, jetzt Stadtbus Zittau, da müssen wir natürlich noch jemanden haben, der da auch hinfährt, beziehungsweise rumfährt. Da müssen wir einen Bus haben, beziehungsweise eine Kutsche. Doppelgespann und der und das Ganze auf den Stadtbus Zittau drauf. Da unten. Und da starten wir dann. Gut, dann fährt die Ecke schon mal los. Jetzt gucken wir weiter. Die andere Richtung war Esslingen bis Oer. Hier ist alles gut. Esslingen, dann kam Weiterstadt. Das muss hier unten sein. Da ist es auch schon. Hier ist auch alles gut. Und von Weiterstadt geht es nach Oer hier runter. Und Oer ist auch abgedeckt, ne? Ja, passt. Die Leute stehen hier. Keiner. Ist ja gerade der Zug losgefahren hier vorne. Eigentlich nicht. Fährt denn hier niemand hin und her? Das könnte sein, ne? Da müssen wir mal gerade den Stadtbus Oer angucken. Stadtbus Oer. Fährt er in die Lilienstraße? Nee, das ist unser Problem. Ja, Rückfahrkarte. Nee, Stadt... Ja, ist ja eigentlich schon passend, ne? Rathaus müssen wir dann anklicken. Und dann die Lilienstraße. Dann sollte das wieder passen. So, dann sollten hier auch Leute hinwollen, ne? Jetzt nur die Frage, ob hier, wo der Zug ist. Der dampft gerade hoch. Das heißt, beim nächsten Mal wird er dann die passenden Passagiere hierbei haben. Gibt es hier schon jemanden, der nach Oer möchte? Bestimmt, ne? Ja, auf dieser Tour aber nicht. Jetzt müssen wir Weiterstadt finden, ne? Da ist Weiterstadt. Da gibt es Oer Rathaus, 25 Passagiere. Das bedeutet, fährt der noch eine Kutsche? Bestimmt fährt noch eine Kutsche dahin, oder? Die müsste hier lang fahren, oder? Ja, da sind auch zwei Kutschen. Da haben wir alles richtig gemacht erstmal, ne, oder? Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir vielleicht den einen oder anderen, der hat schon mal keinen, ausmustern. Der hat auch keinen. Ausmustern. Und da ist jetzt die letzte Kutsche.
Da fährt auch schon keiner mehr drauf. Ist die Frage. Was passiert hier? Keine Fahrgäste. Sind denn Leute, die zur Lilienstraße wollen? Über Weiterstadt, über Weiterstadt, über Weiterstadt, über Weiterstadt. Ja, das ist jetzt die Frage, ob die... ob die dann richtig fahren oder ob die jetzt die eine Kutsche nehmen wollen. Ist ein bisschen schwierig, ne? Gucken wir mal, hier ist auf jeden Fall niemand, der da noch hinfährt. Es ist nur noch die eine Kutsche jetzt da drauf. Das ist die, der Stadtbus, ne? Öhr Rathaus, Stadtbus Öhr, ja. Der hat auf jeden Fall niemanden, der da hinfährt. Öhr Rathaus ist hier. Kommt auch gerade vorbei. Die fahren alle über Weiterstadt Rathaus. Ich hoffe, das ist das jetzt was, ne? Oder es ist, nimmt er die jetzt gleich alle mit? Das wäre schlecht. Er hat niemanden dabei. Der Bahnhof ist noch leer. Das ist die Kutsche, ne? Es passt soweit erstmal. So, jetzt hat er hier. Stadtbus Öhr niemanden. Und er hier hat auch niemanden. Das würde bedeuten, die fahren definitiv alle über die Bahn. Ist da nur einer noch drauf? Ja. Und der hat auch nicht geladen. Das bedeutet, wir können den ausmustern. So, er fährt niemand durch die Gegend. Gibt es hier jetzt schon jemanden? Achso, der Bus ist ja, der, die Haltestelle ist ja hier auf. Hier sind jetzt zwei drinnen. Der kam von Achatstraße. Da ist aber niemand. Ja, der hat die auch gerade aufgenommen, ne? So, wo fährt er jetzt hin? Zur Lilienstraße. Hat aber niemanden drinnen. Jetzt wird's spannender, ne? Rathaus. Wo ist denn der Rathaushalt jetzt? Hier links. Alle weg. Ist halt so, ne? Pech gehabt. Drei Wolkenweg. Gibt es denn da auch andere Fahrziele dann? Die sind weg. Gibt es Leute, die nach Weiterstadt fahren wollen? Oder haben wir hier irgendwo wieder was falsch? So, der Bahnhof ist, die Verbindung ist hier. Es gibt keine Bahnanbindung. Gut, dann ist da noch was mit der Linie falsch. Die kannst du definitiv rauslöschen. Und das andere müsste jetzt Regionalbus... Nee. Hier muss das ja sein. Jena, Mettmann, Zittau? Nee. Da ist kein Fahrzeug mehr drauf. Wo fahren die denn jetzt alle? Das ist ein Problem jetzt. Dann haben wir da einen Fehler dran. Da ist nur einer. Wo ist denn der zweite Zug? Hier fehlt uns noch ein Zug. Hier fehlt ganz klar ein Zug. Aber der ist doch hier hochgefahren, oder nicht?
Also hier ist er jetzt nicht. Hier ist er auch nicht. Wir können ein bisschen rauszoomen, dann kriegen wir mehr mit, ne? Da ist er auch nicht. Ich dachte, hier wäre ein Zug gefahren. Hier ist kein Zug gefahren. Irgendwas ist da faul. Aber der war doch letzte Folge noch da, oder? Okay. Fahrzeugliste ist klar. Einer, einer, einer. Das ist die Linienverwaltung. Da müsste ja einer hier im Depot stehen, oder? Wo der dann geblieben ist, weiß ich nicht. Wir haben noch einen gehabt. Fährt er hier unten noch lang? Hier steht einer. Der wartet auf freie Strecke, aber der ist doch... Welche Linie hat er denn? Eigener Fahrplan. So sieht's aus. Dann das weg, das weg, das weg, das auch weg. Mettmann-Eislingen Weiterstadt. Lassen wir erstmal da lang fahren, damit er nicht weiter blockiert. Und dann müssen wir da definitiv eine neue Linie machen. Neue Linie ist Mettmann. Eislingen. Weiterstadt. Zittau, aber die habe ich doch letztes Mal noch gemacht, die Linie, meine ich. Aber wenn ich das dann wieder nicht geschafft habe, eine Linie zu machen, sondern einfach nur wieder, sag schon, einfach wieder eine Einzelstrecke, dann kann das natürlich nur so sein, ne? So, Personenzug, dann, ja, hier müssen wir jetzt Mettmann, ich habe das irgendwann anders, irgendwo anders auch gemacht, aber hier ist halt Eislingen, ne, kein Komma, Weiterstadt und ja. Schuss. Schließen. Und hier Fahrplan. Der ist verkehrt, den brauchen wir gar nicht jetzt. Wir müssen jetzt gerade den Zug finden, der hier einzeln durch die Gegend fährt. Der da. Der kriegt jetzt einen Fahrplan und zwar Mettmann Eislingen weiter Stadt Öhr. Und los geht's. Jetzt fährt er nochmal nach Mettmann, aber das ist halb so wild. Der fährt weiter, Person weiter Stadt Eislingen Mettmann Jena. Oh Mann. Fährt er da wirklich lang? Da ist Öhr drin. Jena, Mettmann, Zittau. Wer fährt denn da drauf? Keiner. Das heißt, diese ist tot. Linie löschen. So, ich glaube, jetzt haben wir es richtig. Der fährt Jena, Mettmann, Zittau hier. Das ist der namentliche Falsche. Die Linie ändern wir jetzt hier mal. Mettmann, Jena, Zittau. So ist die jetzt richtig. Gut. Ich hoffe, jetzt funktioniert das richtig.
Der ist auch bald voll. Wird tatsächlich auch noch drauf aufpassen, dass er nicht übervoll wird, sonst müssen wir noch einen zweiten einsetzen mit Ausweichen. Hier. Weiter statt Rathaus, Eislingen, weiter statt Jena mit Manzitau, das passt alles. Und was macht jetzt unser Öhrbahnhof? Ist der hier? Ja. Niemand da. Und der? Über Öhr-Lilienstraße, da sind sie, die Fahrgäste. Alles klar, das läuft dann. Ja, da hatten wir einen tollen Fehler drin, ne, würde ich sagen. Das hat nicht so gut geklappt. Ich hoffe, der hier macht auch seinen Dienst. Ja, sieht erstmal gut aus. Und nächstes Mal müssen wir dann definitiv schauen, wie die Auslastung ist. Was wir da fehlgemacht haben sonst, ne? 99, okay. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.